Ja, bis zum Jahreswechsel ist noch ein kleines bisschen Zeit. Und ich gedacht, du nimmst nur ein bisschen Gitarre. Bevor ich nachher schön Armbruch essen gehen werde. Und spielst noch ein bisschen, ja. Und bei dem letzten Video hatte ich ja schon gesagt, ja, Christe Burg. Mit einfachen Akkorden kann man bei ihm viele, viele Lieder nachspielen oder mit ihm mitspielen. Und jetzt ja, habe ich gerade hier Storyman Geschichten erzählt. Und ich habe es einfach mal mitgespielt, ja. Und wenn ihr Lust und Liebe habt, das Ding auch mal zu spielen, wie gesagt, mit einfachen Akkorden, simpel und einfach. Bloß der Schlachter ist ein bisschen kompliziert, weil er nämlich sehr, sehr schnell geschlagen wird. Aber da müsst ihr euch dann ganz alleine reinfuchsen. Also ich zeige das jetzt erstmal mit dem einfachen Down, Up, Down, Up, Down, Up, Down, Up. Schlag, also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und so kann man sich denn dann nachher ganz langsam reinsteigern, den Schlag immer schneller, also den, die Frequenz immer erhöhen. Und dann kommt man eigentlich, wenn man dann aufs Schlagzeug hört, ganz leicht rein, um da eben mitzuspielen. Oder ihr spielt es einfach auch so mit wie ich und dann, ja, das geht auch, ja. Wie gesagt, Storyman. Wir werden mal gucken, was wir dafür brauchen. Wie gesagt, einfache Akkorde. Da gibt es aber noch andere Akkorde dafür. Ich meine, das kann nur jeder spielen mit den Akkorden, wie er möchte. Also ich nehme die jetzt hier, damit ich mit ihm mit zusammen spielen kann. Und da brauchen wir einfach bloß ein E-Moll. D. C. G. Also wie gesagt, E-Moll, D, C, G. Irgendwann kommt da irgendwo noch mal so ein ominöses, böses H-Moll zwischen. Aber das sind bloß zwei Schläge. Wie gesagt, ich mache das so. Richtige Musiker machen das natürlich nicht. Ich überspiele das einfach mit den beiden oder mit dem letzten Akkord. Das sind bloß zweimal runterschlagen und hoch und dann ist das B-Moll oder das H-Moll auch schon wieder weg. Und da ich eine faule Sau bin, überspiele ich das immer. Klar. So, ja. Also wie gesagt, E-Moll, D, C, G, A-Moll. So, aber ich habe hier auch noch ein anderes. Das wird dann mit A-Moll gespielt. A-Moll, ein G, ein E-Moll. Ich nehme das hier, um halt beim Original zu bleiben. So, fangen wir einfach mal an, ne? So, jetzt muss ich mir das erstmal suchen, das Video. Da ist es. So, E-Moll, C, D, E-Moll, D, E-Moll, D, E-Moll. C, D, E-Moll, E-Moll, C, D, E-Moll, E-Moll, C, D, E-Moll, D, E-Moll, D, E-Moll, E-Moll, C, D, E-Moll, E-Moll,
D, E-Moll, E-Moll, C, D, E-Moll, D und ein E-Moll, D, drei E-Moll. C, G, C, C und D und E-Moll, E-Moll, D, D und E-Moll, D, E-Moll. So, das war's.